Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Let's Play NBA 2K23. Und heute in dieser Folge haben wir die nächsten 5 Spiele parat, so kurz vorm Ende der Saison. Und zwar haben wir die Phoenix Suns, die Los Angeles Clippers, die Atlanta Hawks, Memphis Grizzlies und die Houston Rockets. Und wir werden, wie schon angesprochen, das Spiel gegen die Memphis Grizzlies selber zocken. Und deswegen gehen wir jetzt mal ganz schnell in die Simulation gegen die Suns. Rotation passen wir manuell an. Perfekt. Und dann gehen wir rein jetzt. Zum Glück ganz knapp gewonnen. 126 zu 121 der Sieg. Können wir, glaube ich, ganz gut mitleben. Dann gehen wir ab zu den Clippers und dort auch simulieren. Dort leider ganz knapp verloren. 124 zu 123. Ja, das ist bitter. Das ist bitter. Und das, obwohl Curry einen 30-Punkte-Abend hat, Klay einen 26-Punkte-Abend. Das tut weh. Aber naja. Gehen wir erstmal bis hier vor. Gehen auf Coaching. Passen nochmal ein bisschen die Rotation an und gehen in das Spiel gegen die Atlanta Hawks. Und das ist der nächste Sieg. Und damit, ich glaube, haben wir mehr als deutlich gemacht, wohin die Reise gehen soll. Alleine mit 43 Punkten im letzten Viertel. Curry 36 Punkte. Kann sich sehen lassen. Genauso wie das nächste Spiel. Und da gehen wir jetzt hin gegen die Memphis Grizzlies. And we'll be hearing from DA along the sideline all game long. DA, it's all yours. Thanks very much. Now, improving NBA officiating has gone high tech. Today, the NBA uses the proprietary game review system, which is broken down from double-digit camera angles, and will spend a day or two dissecting each game. And Kevin, that data is used for evaluating, training, and communication with the teams. Isn't that something? I mean, every day there's something new. Fascinating, fascinating stuff, DA. Thank you. Now, Golden State's starting five. The core of this team all out there. Curry and Thompson in the backcourt with Green at the four. Thomas Bryant is out there with Andrew Wiggins. And for the Grizzlies, in at the guard spots, Morant and Bain. Adams is the pivot for him with Jackson Jr. at the four. And it's Brooks in at the small forward. And Greg, something to keep an eye on in this one, the big man. Und los geht's gegen die Grizzlies. Wir im Classic-Trikot, Sieben City Jersey. Und Thomas Bryant ist auch wieder bei uns auf dem Feld. Gegen Ja Morant und Steven Adams. So. Bane ist angeschlagen bei den Grizzlies. Ah, und das ist wohl voll. During Desmond Bane's first season, Greg, he shot over 43% from three-point territory. And that was top 10 all time for a rookie. And Bane's three-point numbers in his second season. Ja, das darf uns nicht oft passieren, denn Freiwurfschützen haben die Grizzlies genug. Und da lassen wir Bane stehen und über Steven Adams rüber mit Klay Thompson.
rising up for a beautiful jam. Morant against Curry. Boah, das ist halt Ja Morant mit seiner Klasse, ne? As creative as they come, Ja Morant has a style that's specifically his. And that last look brought to you by the AT&T 5G. Und das müssen wir versuchen zu unterbinden bei Ja Morant. Aber schön, Curry. So können wir auch gerne antworten mit einem schönen Dreier. Ah, und da habe ich mich mit Clay verarschen lassen. Bane komplett frei. Und Curry, nein. Ah, oh, und den macht Morant. Aha. Green with a screen on Brooks. Here's Wiggins. Und jetzt Wiggins. Nein. Some solid defense there from Jackson. Here's Morant. Oh, da können wir mal Ja Morant stoppen mit Curry sogar. Der dort das gut verteidigt. Und Clay, sehr schön. Mit dem haben wir ja in der letzten Folge ein Mörderspiel gehabt. Mal gucken, ob das diese Folge auch wieder passiert oder nicht. Oh, und Glück gehabt. Schön. Oh nein. Stark verteidigt von Jackson. Oh, der war wirklich stark. Keine Chance für Wiggins. Und wieder Jackson. Das zweite Mal. Mega stark von ihm. Diesmal gegen Curry. Und Curry, der geht noch. Innerhalb der Zeit. Und Dylan Brooks macht ihn nicht. Green passes to Curry. From deep. Curry. Sehr schön. Is just unreal. Curry, let's go. Even the toughest shots look easy. Guys, they're looking for a way to score here. Yeah, they've had a tough time. Ja, Morant trifft nicht. Das ist überraschend. On the wing, Green. Und da ist Draymond. An unselfish wing who continues to evolve as a playmaker. Wiggins shows he's more than just the scorer. Timeout call here. The first for timeout. Was a victory here for the home team last time these guys met. And the last time they faced this club, rebounding was their big advantage. Grizzlies making a switch here. Aldama's checked in. Now let's take a look at some of the numbers for Nasir Little. Da haben wir mal die Statistiken von Littleton gesehen. Wie der in den letzten drei Spielen so performt hat.
Ich hoffe, dass wir mit dem heute auch wie genauso gut performen. Wiggins. Out of bounds. Der wäre drinne gewesen, aber ja. Out of bounds passiert halt nicht viel. Und jetzt stehen die ersten Wechsel auch bereit. Der geht aber nicht. Und hier ist Curry, der es mit den Warriors bringt. Hier ist Thompson. Oh, und der geht aber nicht rein. Der ist aber drin, ne? Die ersten wechseln. Und schön, Clay Bayer beide drin. Kevin, it's real. And for some players, the NBA seems so much longer and more grueling than the college season. It's certainly an exhausting adjustment. Looking at who's out there now for the Grizzlies. Tillman, he's checked in for Jackson. Conchon comes in for Brooks. Schön, Looney. Cool. And it's Little atop the key. Pass to Looney. Und sehr schön. Finding a little rhythm here that they have to like where they're at. Es läuft. They're building momentum. This is how they can turn a small lead into a big one. Now here's Jones. 14 points from him the last game against the Spurs in San Antonio. Now that's Desmond Bane. The defense was just incredible. He made it look so easy. High offensive IQ. He makes great reads and adjustments. Und oh, schön. Shots good by Walker. Walker. Er hat schon wieder Bane, wird uns stoppen. Der jetzt aber nicht trifft. Das können wir jetzt ausnutzen. Und und wieder zu früh. Also mit Little Freiwürfe zu machen, ist für mich eine Katastrophe. Wer weiß, wie es bei den nächsten beiden Freiwürfen aussieht, wenn er welche hat. Letztes Spiel haben wir auch nur einen einzigen davon gemacht. Looney, schön. Da ist Clay. And you can see their strategy coming in. They want to control the paint. This is my type of approach. Get some high percentage looks. Then later, you can play inside out. Now here's Little. Taking a look at his stance, he's averaging around 7.5 points a game. Und Little mit dem Dreier. Jetzt kriegen wir gerade mehr Zugriff auf Memphis. They've been looking out of sync offensively. Their offense has ground to a standstill. Seitdem die zweite Reihe drauf ist. Da ist Clay, Looney hat ihn Gegenangriff. You know, you look at how they built this lead. It's been through extra possessions. Und Little? Nein. Kick out to Walker. Thompson outside. Five on the clock. And here's Poole. Und da ist Poole frei. Let's go. And the Warriors lead by 16. Oh, schön überlegt gespielt. Jones, the pass to Tillman. Tillman gegen Looney. Back to Jones. They set the pick. Will it go? Ah, und das war schön gespielt von Memphis. Und Walker, nein.
29-15 nach Ende des ersten Viertels. Second quarter of basketball. This game has not exactly been neck and neck, but plenty of time left in this one. And for the Warriors, this has been the game they wanted to have. Aggressive at running guys to the backboard. You could tell it was part of their game plan coming in. And they have the guys to do it. Play to your strengths, and they can make up for some of your weaknesses. Warriors leading by 14. So on the floor for Golden State to begin the second quarter. Und wir beginnen direkt mit einem Dreier von Curry. Ja Morant trifft nicht. Das Bryant mit den nächsten Punkten. Allows him to play the five, even though he's a little undersized. And Branch got the ball here for the Memphis Grizzlies. Their last game, a win against San Antonio, looking to carry that into this one. Ah. Dauerhaft kannst du halt Ja Morant nicht stoppen. They played a terrific ball game. Yeah, and you can see the crowd's reaction with every make. It wasn't pretty. Poole. Und Poole. Sehr schön. And talking about Steph, he is the face of the franchise. And his loyalty is shown. Ooh. Steph's been a model citizen, never complains, never causes any issues, willing to work with young teammates. Und der geht nicht. Perfekt. There's some defense for you. For someone who's as good at shooting the three ball as he is, you need a defender who's equally good at guarding against him. Now, here's Curry. 19-point lead, which is the largest margin in the game. Shot clock at 5. Und Draymond! Gerade so noch. Puh, das war eng. Da kam nämlich nur von hinten jemand rein und hätte fast den Wurf unterbrochen. Aber bisher keine Panik bei uns. Boah. Und das ist dann halt ein Jump Rant, ne? Den zum Glück nicht macht. It's been a rough quarter for him. Ei, und eine Sekunde zu früh der Pass. Gonchar, the pass to Brooks. And it's good for two. Brooks has got his first. Ah, das war mein Fehler. Da habe ich den Pass eine Sekunde zu früh gesetzt. Für Draymond. The Warriors decide to take their first time out here. Adams is checked in for the Grizzlies. Nochmal von den Grizzlies, muss jetzt was kommen. Und sonst haben sie das Spiel hier verloren. Da ist Steph Curry. Throughout the evening, he's got to his spots, and the defense has not adjusted. Morant looking around. Nein. And there's the call on Curry. Hau ihm einfach auf den Rücken, Curry. Ist okay. Man kann es ja mal versuchen, damit davon zu kommen, wenn man ihm den Rücken kaputt haut. Oh. Oh. He has gone. Nein, und das ist wieder eine Sekunde zu früh. Und da ist Ja Morant. Nice stroke by Morant. You love to see him drain the three a little bit more. Here's Poole. Und sehr schön. Poole. Up some inches inside, but makes up for it with an aggressive style. Aber wenn ich das weitermache, dieses einmal zu früh, dann ist der Ball weg.
Curry, hör auf, Morant zu schlagen. Den Ball sollst du dir holen, nicht Ja Morant. Oh Gott. Nein, wo faul. Aber zum Glück nur zwei Punkte möglich. Geht nicht. Da ist ein Käfer. Na, verdammt. Man kann es ja mal versuchen. Steve, you know lots of front offices build teams purely around player skills and statistical lines. So that being said, just how important is chemistry on the court and that cohesion? Oh, does Steven Adams mit dem Wurf faul? The Warriors shooting their fifth and sixth free throws. Nein. And team free throw numbers really about as good as you could ask for. Around 80% on the season. Oh Gott, was sind denn das für Freiwürfe jetzt? Ja. Ah, war das doof. Steph Curry mit dem Dreier. Let's go. Brooks with it. He isn't playing a big part of their offensive scheme, averaging around 15 and a half points a game. The layup missed. Warriors leading by 20. Left side Curry. Und oh! Geh doch rein. So ein Mist. From 15 feet away for three, and again it's the Grizzlies from deep. With the ball in his hands, Ja draws so much defensive attention. Got his teammate a clean. Die letzten Sekunden waren wirklich nicht gut. Aber okay, komm, Kopf runter, weitermachen. Now here's Curry, 17 points in the game. Here's Little. Und Little trifft nicht. Und den hat Curry. Och nee. Ich habe mit einem Wurf gerechnet von Bane. Ja, schön. No one to blame on that one but himself. You get looks like that, you've got to take advantage. To the middle, here's Looney. Und Looney. Endlich wieder Punkte. Terrific work inside from Looney. He continues to get more comfortable down there. Curry against Jones. And the pass to Bane. Lots of room. The Warriors pull it in. Bane trifft nicht. Here's Wiggins. Oh. Memphis has gone 2 of 4 from 3-point range so far in the second quarter. Passes to Aldama. There's the triple. That one's not going to go. The Warriors go the other way. 22 is their biggest lead. Große Klappe nichts dahinter. Wow, what a pass there. He made that a very easy basket with that setup. And here's Curry who brings it up for Golden State. 17 point game. Wiggins surveying the floor. Outside Walker. Und jetzt aber Walker. Walker's got his second basket. Love that they're continuing to attack despite being up big. I'm impressed with their intensity tonight. They've came in focused and they've executed. Nein. Bane, no good.
And when you can't get anything to fall, it definitely gets in your head. And his rhythm, it's been way off. The goal now is to get something easy at the rim so he can just see the ball go in through the net, and that helps. Now, Bane, after the missed three from Stephen Curry, over Wiggins, and misses it off the right side of the rim. Das gibt's doch nicht. Kann da einer Tillman stoppen? Oh. Golden State moving it around. Little gets to Walker. Lock at six. Over Bane. Let's go, Walker. 6 points for Walker. Komischer Angriff irgendwie. Ich habe null den Weg in der Mitte. Ach, haut ihn halt komplett weg. Und gib ihm doch gleich beim Angriff eine Nackenschelle. Wäre einfacher für uns. Ich sag da jetzt auch einfach nichts zu der Dummheit. Also sorry, also das ist jetzt wirklich schon dumm von mir. Der steht vor mir, dribbelt nicht mal. Wie will ich diesen Ball kriegen? Das soll mir mal einer erklären. Oder besser gesagt, das will ich mir erstmal selbst erklären. He's perfect from the line this time. Here's Curry. He's got 17. Nee. 52, 35 zur Halbzeit. Thanks for stopping by, y'all. First up on the show tonight, a quick look ahead at some upcoming games on the docket. And looking at the Rockets' matchup, they clearly have the advantage, but they have to maintain their focus and execute on it. Looking forward to seeing how that one plays out, that's for sure. Now, looking at the first half of play in our featured game, what a disaster it's been for the Grizzlies. It's their defense that's put them in this spot, giving up easy looks all over the place. It's like they don't have even a game plan in place. Check out the field goal percentage that they've allowed. Well, that's not going to cut it, honey. I don't even want to talk about it no more. And that concludes halftime. Now time to send it over to Kevin Harlan as the game's about to resume. First half, we'll see if things play out a little more evenly here in the second. Really an incredible game from Stephen Curry. Yeah, and the bulk of his damage so far so, los geht's. From the perimeter. A lot of threes early on. He's been vital to spacing the floor for them. Makes everything Und else you want to Steph do beginnt gleich mal mit einem Dreier. At the forward spots, it's Brooks and Jackson Jr. In at the guard spots, Morant and Bane. And it's Adams in at the five. Und ich kann die Halbzeitshow verstehen, die sagen, das war eine Katastrophe für die Grizzlies. Denn genau sowas. Offensiv funktioniert es nicht und defensiv sind sie auch nicht wirklich anwesend. Und da ist Clay. Inside Thompson agility gives him the edge. He navigates around the D into his shot. Here's Morant. Basket made. That gives him 7 field goals in 13 tries. And you see the ability to rise and fire from mid-range, even against that length. And you know what? There was. Und jetzt ist halt wirklich nur Morant gegen Curry in diesem Game. Und da ist Klay mit dem Dreier. Thompson's got 13 points.
They've given up a lot of three-pointers here today. 6 Dreier mehr als die Grizzlies, also das ist schon wieder eine Statistik nur für uns. Morant trifft auch nicht. Green dishes to Curry. Wiggins passes to Green. Here's Thompson. Ah, und Clay trifft nicht. After hitting three straight, they finally miss one. But you can see the rhythm coming out of the half. So good at the rim. A slow defensive rotation leads to the easy lay. Pass to Wiggins. Thompson right side. Front pass the arc. Nein. Man kann es ja mal versuchen. Voll reinscheißen. Aber genauso wie Bane. Da ist Clay mit dem Dreier. Yeah, they're relying on their three-point shooting and getting pretty good results. Morant kicks to Adams. And he drives in. Good. With a nice assist from Morant. Ich kann ja auch gleich ein Scheuntor aufmachen und sagen, lauf durch. On the wing, Thompson. Guarded by Bane. Ah, schön. Thompson's got 10 points now, just in this quarter. They have leaned on him all quarter, and it has worked to perfection. And then Morant rims in. Wir reden jetzt hier nicht darüber, dass ich die Defensive komplett eingestellt habe und gar nichts gemacht habe. Oh mein Gott. Also manchmal muss ich mich selbst erklären, was ich hier mache. Ja, das war übermütig. Jetzt kommt auch noch das dazu. Also jetzt darf ich mich nicht wundern, wenn ich das Spiel hier komplett aus der Hand verliere. Durch blöde Fehler auch einfach nur. Aber die Grizzlies machen es uns einfach, dass wir es nicht verlieren. Well, Ja's been known to go off for 50 on any given night, but he also looks for others, dropping some nasty dimes. Clay. Wenigstens da die Punkte. Also der ist wieder zuverlässig. Heute Clay. Das Gute ist, jetzt gibt es ein paar Wechsel bei den Grizzlies und bei uns. Ja. Wenn Ja Morant den freien Raum hat, dann ist es halt einfach für ihn. Und hier ist Poole. 7 points in the game. Oh, und Jackson Jr. mit einem Mörderblock gegen das Brett. Gegen Poole. Was? Ja, Morant, der trifft nicht. Over Jones. Oh Gott. Und da ist Bryant, aber der holt den Ball von Thompson noch runter. Here's Morant. He's got 19. Ran damit Poole. Clark, a screen on Poole. Morant passes to Clark. Und da ist Bryant. Schön. Outside Walker. Passes it to Thompson. Golden State moving it around. Here's Poole. Poole an Morant vorbei. Und selber mit dem Dunk. Was die können, können wir auch. Ryan against Clark. Here's Morant. Ja, und da ist dann wieder Ja Morant komplett frei. Weil Poole eine Sekunde zu spät kommt.
Thompson against Jones. Fires the three. Thompson. Oh, Clay macht nicht. Memphis has gotten off to a very slow start from 3-point range in the second half. Ja. Transition take foul. Das war doch schon. Also. They've been lights out from 3-point land in this one. The defense has. Oh, zum Glück wieder nicht. Auf den Transition take foul fand ich den Pfiff aber ganz schön spät. Muss ich sagen, aber naja. And guys, we talk all the time about making the extra pass. Clark there proving how important that concept is. It's deflected. Und Walker wird gestoppt. A minute 42 left in the third. Jones looking for an opening. Here's Tillman. And that comes off the assist by Jones. Jones has got his fourth assist in this one. Warriors leading by 20. Outside, Walker. Beyond the arc. Aldama with the rebound. Jetzt will ich aber auch nicht treffen. Das gibt, weißt du, was mache ich denn jetzt hier? Und vor allem, das ist ein Reach-In-Foul, aber das andere war eben gerade ein Transition-Take-Foul. Obwohl ich das eher als Transition-Take-Foul sehe sogar. 106 left to play in the third. Jones, the pass to Bane. Back to Jones. Oh, good with the triple. Golden State's gone 3-7 from 3-point range here in quarter number 3. Drives to the hoop. Here's Little, puts the move on. Und Little lässt zwei stehen. Little's got 6 points. Impressive work from Nazir Little. Good at using whatever space he gets down low. Outside, Bane. The three. Little with the rebound. Wieder nicht. Little's got 4 rebounds in this game. They keep calling his number, which is partly how they've dug this hole. Tries from 7. Got him with the Little bucket, 9. Couldn't finish. And so it's Jones. He'll bring it up for the Grizzlies. Brooks outside. No good on the triple. Now here's Poole. Got it off in time. Und Poole macht es. 76-51 nach Ende des dritten Viertels. Coaches always talk about closing quarter strong. Can't do it much better than that. And so it's the Golden State Warriors holding a very comfortable 25-point lead as the quarter comes to a close. The three-point shooting has come fast and furious to the tune of what has become a big-time blowout in progress. Don't go anywhere. We'll be right back. And now we have a moment to reveal our State Farm assist of the game. Just true artistry right there. I mean, great decision on where to go with the ball. And how about the perfect delivery? Execution. This is what you practice every day. These guys are professionals. Beautiful play. And with the fourth quarter upon us, time is running out. Und los geht's mit dem letzten Viertel. So with Thompson sitting on the bench, here's the group that Steve Kerr has on the floor. Dann schauen wir mal, ob wir das Ding nach Hause bringen oder nicht. Then there's Dante DiVincenzo. Then there's Wiseman. And it's Jerome in at the shooting guard. Plus 8. Ty Jerome. One more reason why they're in control. That's the DiVincenzo. DiVincenzo. Und der macht ihn. DiVincenzo's got his first basket of the night. I love it. Beautiful job getting to the rim, making. Einfach nur noch nach Hause bringen. Danny Green spielt bei den Grizzlies, okay. Auch überraschend. DiVincenzo against Jones. And two free throws coming up, unable to get that one to go with all. Das war mehr als ein Wurf von Wiseman.
Oh, schon fast ein Angriff. I think it's great, Kevin, for a possession or two. And it works sometimes, but good offenses always find a weak link. Clark, he's checked in for Tillman. The Warriors shooting is beautiful right now. 60% for the game. Pretty much everyone out there has been stroking it. DiVincenzo can't hit it. And for Memphis, kann's ja mal mit DiVincenzo versuchen, aber der ist nicht so der größte Dreierwerfer. Over in the corner, Green. And a miss there on the triple. Smooth sailing for Golden State. Oh, da kommen wir wieder. Now DiVincenzo. Over Jones. Right block shot. DiVincenzo kicks to Iguodala. Back to DiVincenzo. Four on the shot clock. Oh, und schön. Mit dem Wurffoul trotzdem drinne, DiVincenzo. Und der Freiwurf geht dafür nicht. Okay, warum hat er nicht von Anfang an gespielt? Der hat jetzt mehr getroffen als Bane in diesem ganzen Spiel. Oh Mann. Grizzlies have gone 1-3 from the field to start the fourth quarter. To the inside. Okay, das kann man dann auch so machen. Last quarter of play, about 2 minutes in now. Wiseman the pass to Iguodala. And the rejection. Oh, sehr stark von Clark. This is where measurements don't tell the whole story. Clark is a tremendous shot blocker despite having an average wingspan. Here's Brown. And oh boy, with the contact there, but he gets the call. Das war mehr ein Schlag von Iguodala als ein Wurffoul. Also jetzt am Ende geht es dann doch noch mal ein bisschen rund hier, was die Aggressivität angeht, zumindest. We could, Kevin, be looking at an all-time great. And the Warriors with a completely new five on the floor. Curry from deep. Und da ist Steph Curry. Curry's got 23 points. Their ability, again, to stretch the floor, particularly in this second half. This was obviously a focal point coming out of the break. Look smart when the shots are going down. Adams dishes to Morant. Oh. Dachte mich hätten. And this team's struggles are not his fault. He's putting in work at the offensive end. Curry way outside. And Bane pulls it down. And he's a good shooter from outside, but not sure from that deep. So we're seeing players move further, further back to create space. But that does make it a tougher shot. Und schön die Splash Brothers. Curry auf Clay, Clay wieder zurück zu Curry. Im Fußball sagt man dazu klassischer Doppelpass. Curry gibt einfach nur Begleitschutz bis zum Korb für Morant. Kann man auch mal machen. Ah, das war ein Wurffoul von Desmond Bane. Den ich jetzt so langsam vielleicht auch mal runternehmen würde. Wieder 21 Punkte heute von Clay. Weil Bane ist ja eh angeschlagen und das Spiel ist durch. Also warum sollte der hier noch spielen? It does for some individuals, but I love the opportunities that they're getting, and I love they're taking advantage of it. Most of the guys can juggle and balance both. This is a big target coming off the pick and roll. Jaren's lethal in this set. Nicht cool. Up top Curry, guarded by Morant. Und da ist Curry. Stephen Curry for three. Curry's got a couple of three-pointers now in the fourth for the Warriors. Morant against Curry with the crossover and finished off by Morant. Okay, check out the handles of John Morant. Wow, what a crafty player. Thompson.
Thompson for the triple. Oh. Und Ball im Aus? Okay. Sensational block that definitely deserves another look. Aus der ersten Halbzeit. Jackson Jr. mit dem Monsterblock. Warriors leading by 21 and out of bounds. Oh Gott, und ich renne jetzt aus. Hat sich richtig gelohnt, dass der Ball dann im Aus war. Memphis has gone 1-2 from 3-point range here in the fourth. Morant passes to Jackson. Back to Morant. And Morant throws it down. I like that find by Jackson. Young bigs who can see the whole floor. Don't come across them that often. The pass to Bryant. A three-pointer, Wiggins. Und Wiggins, schön. Drei Punkte. They are not hesitating, letting it fly from deep here in the second half. And here's Morant. Schön, Curry. Einfach mal ein Zeichen gesetzt. Der kann es ja doch. Der kann es ja doch. Auch ohne eine Schelle zu verteilen. Generell, meine Spieler können es ohne Schellen zu verteilen. Wow. Ein verkorkstes Play wird trotzdem noch ein positives Play. John Morant can beat you with the pass or the shot. Curry outside. Und da ist Steph Curry mit dem Dreier. For his shot, he just believes in it. You know why? Success breeds confidence, and he's certainly been successful from there. Time and time. Und jetzt sollten wir den Spieler des Spiels, glaube ich, sehen. Nee, doch nicht. Okay. Ich hätte gedacht, den sehen wir jetzt noch mal. So kurz vorm Ende. Ja, und eben gerade habe ich noch gefoult. Da sind wir dann wieder bei den Challen verteilen. Das muss nicht sein. Kevin, I'm sure you're correct, but for me, I'm also seeing guys play longer and longer and longer. The old guys are sticking around to the left side wing. Just five to shoot. Here's Morant. Here's Adams. And have to love that. Das ist so wünsche ich es mir doch. He has all the tools to be a great defender. Das ist einfach. Zu einfach für uns. Thompson's got four assists now tonight. Nächsten Wechsel machen sich bereit. Morant against Curry. That shot off the mark. Great D that time from Green. And so it's going to end up in the record books as a blowout. A dominating performance for the Warriors. You don't see this kind of und zu einfach für Steph Curry. This is a quality win across the board to deliver out this kind of punishment. They definitely never changed the approach. They just kept after it and showed they were clearly the better team. And just about dann wieder Begleitschutz geben, einfach. And the strong effort here will convert into what will be their 50th win on the season. And not only are they on their way to winning this game, this also gives them a win in the Steph Curry. You know, when you look at the huge impact he had, just a monster game for Stephen Curry. What was impressive to me, it felt like also John Morant und Steph Curry on einem anderen Level. Brian kriegt nicht verteidigt. Was this effort earlier on? Well, the question becomes, are they playing that much better now, or has their opponent taken the rest of the night off? Curry looking it over. Oh, und Steph trifft nicht. And so it's Bane with it. He'll bring it up for Memphis. Morant passes to Jackson. Back to Morant. And finished up by Morant. Der hat gesessen. Aber das war's. Curry against Morant. Outside Curry.
From deep, buries the long-range jumper. 106 zu 78. Der Sieg für uns in diesem Spiel. So we see the Warriors taking the game here. This one was over well before the final buzzer. The fans were waiting for something to get excited about, Greg, but they never got it. They sure didn't. I mean, they just rolled to this win. They made it look really easy. What an efficient performance at both ends. And now let's catch up with David Aldridge, who's standing by. But folks, for David Aldridge, Greg Anthony and Steve Smith and the rest of our terrific 2K Sports crew. This is Kevin Harlan saying thanks. Ich hab's mir schon fast gedacht, dass Steph der Spieler des Spiels ist. Hat auch, glaube ich, irgendwie kein anderer Weg dran vorbeigeführt. Ich glaube, wer noch ansatzweise in die Nähe kam, war Klay Thompson heute, was auch die Punkte angeht. Ja, okay, gut. Memphis hatte einen, der gepunktet hat. Der Rest war da. Also das ist wirklich zu viel für eine Schulter. Ja, und Poole war noch relativ gut dabei mit 12 Punkten. Aber das Spiel ging halt, war ein reines Curry-Game. Da können wir jetzt noch weitergehen und das letzte Spiel für heute simulieren, und zwar gegen die Houston Rockets. Passen wir da sogar noch ein bisschen die Rotation an. Und los geht's. Und es gibt eine Niederlage. Mit 116 zu 19 verlieren wir hier noch. Und dann haben wir die letzte Folge in der nächsten Episode. Und das ist das Ende der Regular Season, würde ich sogar sagen. Weil wir hätten dann hier 5 und hier nochmal 4 Spiele. Machen wir einfach eine riesige XXL-Folge wieder. Und ich würde sagen, bei den ganzen Gegnern, schauen wir mal, wir haben hier mit 38, 34 die Dallas Cowboys, 42, 29, 41, 32, okay. Und ich glaube, da wir sie fast noch nie hatten, würde ich einfach mal die Philadelphia 76ers nehmen. In der nächsten Episode auf den Weg in die Playoffs. Ich schau mal, wie es jetzt bei uns aussieht. Und ja, wir haben die Playoffs komplett gesichert. Also wir sind durch. Memphis hat das Play-In gesichert. Genauso wie New Orleans. Also die können nicht mehr aus dem Play-In rausfallen. In der Eastern sieht es anders aus. Da haben sogar schon 4 Mannschaften das Play-In sicher. Aber wir haben halt, wie gesagt, komplett die Playoffs-Plätze gesichert. Also wir können nicht mal mehr ins Play-In abrutschen. Auch wenn wir jetzt alles nochmal bis zum Ende hin verlieren sollten. Und ja, wie gesagt, in der nächsten Folge dann gegen die 76ers und das Ende der Regular Season. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play NBA 2K23. Ciao.